verbindlich ein Statement zu unserem RTL Punkt 12 Bericht abzugeben. Wenn du den RTL Punkt 12 Bericht von uns über das Bunny Bootcamp noch nicht angeguckt hast, ich verlinke den hier. Und wenn der Link noch nicht funktioniert, da unten in der Infobox packe ich dir den auch noch rein. Dann schau dir bitte erst den Bericht an, damit du weißt, um was es geht. Es gibt nämlich ein kleines Statement von mir, weil es zwei Sachen gibt, die sehr, sehr wichtig sind, dass ihr die wisst und besser versteht. Die erste ist eine Kleinigkeit, und zwar hat hier die debile blonde Schnecke, die das da immer moderiert, gemeint, ich hätte schon viel abgenommen, aber zwischendurch immer wieder zugenommen. Das stimmt nicht. Ich habe konstant abgenommen und zwischendurch einfach Haltephasen. Das ist ganz normal. Was viel krasser ist, ist, wie Katharina in dem Video dargestellt wird. Und zwar kommt sie in dem Bericht rüber als unmotiviert, als eine, die dann aufgegeben hat und sowas. Und das mag aus Gründen des Storytellings nachvollziehbar sein. Weil was sie nicht erzählen konnten als RTL, ist natürlich die Wahrheit. Und zwar bei den ersten Dreharbeiten hat die Redakteurin die Katharina mit ihren Fragen in eine Ecke gedrängt, in die Katharina nicht reingehört hat. Und für die zweiten Dreharbeiten hat Katharina gesagt, die ganzen Medienollen, die sollen mir mal hier am Hobel riechen, ich mache da nicht mehr mit, was ich verstehen kann. Denn ihr seht, wozu es geführt hat, diese Darstellung ist unmöglich. Und diese Rollenverteilung schien durch die Art der Fragestellung schon bei den ersten Dreharbeiten so etwas wie intern festzustehen. Nur damit ihr es wisst, das Drehbuch hatte das uns nicht verraten. Auch diese beschissene Anmoderation war in dem Drehbuch nicht enthalten. Was auch immer, aber kann ja sein, dass da die blonde Ische vorher sich irgendwas gezogen hatte und aus dem Grund nicht richtig gelesen hat, weil das wirkte auch schon nicht so flüssig. Die Katharina ist nämlich diejenige, die eigentlich am allermeisten von allen abgenommen hat. Sie hat 17 Kilo geschafft bis zum Termin der zweiten Dreharbeiten und bis heute hat sie fast 30 Kilo weg. Ich zeige euch mal ein aktuelles Foto von ihr. Das ist leider ein kleines bisschen unscharf. Sie hat sich über den Spiegel fotografiert, aber der Unterschied ist dramatisch. Und sie hat richtig hart gekämpft. Sie hat beim Sport alles ordentlich durchgezogen. Sie hat jeden Tag Sport gemacht. Sie steht ich glaube um 4.30 Uhr steht sie auf, um morgens zu gehen, also zum Laufen. Und sie geht regelmäßig schwimmen, sie geht mit uns zum Zumba, sie hat am Wochenende ihre Radtour oder sie geht laufen. Sie ist ständig in Bewegung und tut richtig was für ihr Ziel. Das heißt, das, was die Katharina wirklich verdient, ist unseren Respekt, weil ich glaube, sie kann ganz vielen Leuten auch zeigen, Leute, es gibt da Hoffnung, ihr müsst einfach nur euren Arsch bewegen. Guck mal, wie viel ich schon geschafft habe in der kurzen Zeit. Weil sie hat super viel geschafft. Fast 30 Kilo und angefangen haben wir im Februar. Ich finde, das ist absolut toll und absolut respektabel. Sie beweist im Übrigen damit auch wieder, wie gut unsere Form der Ernährung funktioniert, die wir euch ja jetzt mit Hilfe von John schon ordentlich vorgestellt haben. Ich verlinke euch da auch unten nochmal die Informationen in der Infobox. Und wenn ihr Fragen habt zu dem RTL-Dreh oder zu was anderem, dann meldet euch einfach. Aber habt Verständnis, dass ich neuerdings so ganz viele Fragen kriege und dass das ein bisschen in Anspruch nehmen kann. Viel Spaß und bye.